So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen. Ist 650. Zu meinem Let's Play. Pixar. Und guckt mal, Leute. Links oben ist es gerade windig und man sieht das richtig. Man sieht, wie es windig ist. So, ich bin gerade dabei. Ende letzter Folge hatten wir ja erfolgreich einen Skorpion betäubt. Level 2 Skorpion. Ich habe 30 Pfeile gebraucht. 15 Pfeile haben ungefähr gesessen. Und der ist jetzt in unserer Falle drin, ne? Wir brauchen jetzt aber noch irgendwie so einen Sleeping-Trank und den bin ich gerade dabei. Ich brauche mal irgendwie so 2 Narco-Berries. Ich hoffe, dass wir die jetzt gleich finden. Das wäre super, super gut. Und da vorne, dann tame ich auch gerade noch einen Level 54 Pöpte. Der dürfte aber bald fertig sein. Den habe ich auch schon so einen Sleeping-Trank gegeben. Und dann können wir nämlich rechts oben unsere Daily gelöst, was super, super gut wäre. Ich weiß gar nicht, ob die ja auch Narco-Berries bringen können, ob man irgendwie gucken kann, je nachdem, wie der Busch aussieht und dann bringen die was anderes oder so, keine Ahnung. Und ich bin Level 22. Großartig. So, da haben wir 2 Narco-Berries. Ich hätte aber gerne gleich noch ein paar mehr. Ich muss da wirklich mal drauf achten, aus welchen Büchen ich das bekomme, aber ich denke fast, es ist egal. Guckt mal, in den Grünen sind auch Narco-Berries drin. So, ich sollte mich noch nicht zu weit von meinem Pipte entfernen. Jetzt finde ich dann wieder nicht wieder und das wäre doof. Und wenn wir dann den Skorpion haben, muss man mal gucken, ob ich dann noch eine Deli mache oder ob ich dann Bock hätte, erstmal ein bisschen die Welt zu erkunden. Eigentlich hätte ich da ja Lust drauf. Gleichzeitig könnten wir aber auch so eine Exploring, also hier so eine Erkundungs-Deli-Quest annehmen. Und dann erkunden. Würde Sinn machen, das miteinander zu kombinieren, finde ich. Ich feiere das gerade mit dem Sturm, ey. Ziemlich cool. So, wie viele Narco-Berries haben wir denn jetzt? 15 Stück? Krass, ich hätte gedacht, wir hatten erst 4 Stück oder so. So gut, dann ganz schnell zur Base fliegen. Schlaftränke herstellen. Einmal kurz durch eine Höhle fliegen, einfach weil es cool ist. Ist hier auch so windig? Ach du Scheiße, geht das hier oben mal wieder raus? Okay, ich drehe wieder um, ich habe Angst. Alter, also hier machen wir auf jeden Fall auch nochmal richtig tief rein. Ich will nicht wissen, wie groß das Höhlensystem hier ist. So, da vorne ist unser Zuhause. Und dann erstmal den Skorpion tamen. Das wäre großartig. Der hatte 1000 Leben, hatte der. Und der war vor allem nur Level 2. Also Skorpione sind sehr, sehr stark in dem Spiel. So viel steht fest. So. Das ist falsch. Hier muss ich hin. Okay, ich mache einfach wieder so viel ich kann, oder? Ja, machen wir 7 Stück. Jo, ich nehme die Hälfte mit. Den Rest lasse ich erstmal hier drin. Und ich kann skillen. Mach ich erstmal weiter Leben. Ich könnte nochmal 1 Punkt in Damage investieren. Aber es ist halt, Damage wird hier wahrscheinlich auch nur für Nahkampf zählen. Deswegen finde ich das nicht ganz so sinnvoll. Ich mache erstmal Leben auf 300, glaube ich. Mich würde mal interessieren, ob Crafting Speed auch die Qualität erhöht. Oder ob das wirklich nur die Geschwindigkeit von Crafting erhöht. Weil es ist ja wirklich eigentlich so bisher in dem Spiel, dass Crafting ziemlich unnötig ansonsten wäre. Weil man so schnell so schon craftet. Es geht ja wirklich super schnell. Ich guck mal, habe ich noch normales Fleisch? Yo, das ist nicht zu wenig. Okay, nimm mal mit. Und ich wiege zu viel. Guck mal, Leute, der Beam ist überladen. Fällt mir gerade auf. Okay. Shit. Ist das hier irgendwie noch? Okay, es ist gut, dass ich das losgeworden bin. Ich muss wohl, oder... Ach nee, guck mal, 10 von 15 Slots, alles gut. Okay, kann ich das nach Gewicht sortieren? Artefakt. What? Sleeping Bag zählt das Artefakt? Okay, interessant. Okay, Gewicht hier. So. Ach krass, guck mal, wie viel Bären ich mittlerweile habe. Könnte ich ja eigentlich mal meinen Dinos geben, oder? Würde voll Sinn machen. Ja gut, auf dem Gewicht passt das jetzt erstmal, oder? Naja, ich weiß nicht. Moment, wait. Ich gebe meinen Dinos einfach ein bisschen Bären. Sekunde. Wo ist der Fioma? Gebe ich euch erstmal was? So. So. Du willst keine Bären? Das Dinger kriegt von mir auch noch was. Die haben ja auch alle übel Zunge, oder? Ja, die haben alle Hunger.
So, okay, sieht deutlich besser aus vom Gewicht jetzt. Okay, alles klar, Leute. So, jetzt auf zum Skorpion. Ich gucke nochmal ganz schnell, wie es mit dem Pip da aussieht. Den haben wir... Level 70! Das könnte Cap-Level sein. Eigentlich müsste der hier irgendwo sein, aber ich will jetzt... Ach, Mann. Level 70. Kann ich vom Pip da ausschießen? Leider nicht. Okay. Den will ich jetzt erstmal betäuben, Leute. Oh nein, das ist eine böse Fliege. Nein. Eigentlich sollte ich schießen, wenn er gelandet ist, weil dann habe ich eine bessere Chance, ihn zweimal zu treffen. Übrigens, wir haben den Skorpion getankt. Guck mal rechts oben. 1 von 1. Ich glaube, wir haben den schon. Der müsste ja dann immer noch in dem Loch drin sein. Das Ding ist ja, die Pipte landen da immer nur, um Stamina zu regenerieren, oder? Wenn der Level 70 ist, muss er das nicht so häufig. Oder? War das so mit der Mechanik? Ich weiß es nicht mehr. Das letzte Mal, wo es darum ging, Pipte zu tamen, das war, glaube ich, bei Wingman gewesen irgendwann mal. Auch in den ganz alten Wingman-Staffeln. Oh, den brauchen wir, ey. Level 70 ist krass. Und danach gucken wir auch mal wegen dem Skorpion und danach gucken wir nach dem anderen Pipte. Der müsste eigentlich hier irgendwo rumliegen, außer er ist wieder aufgewacht. Aber ich hatte ihm einen Sleeping-Trank reingeknallt. So, jetzt. Okay, schnell. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe Angst, dass er hier über die Höhle fliegt. Und deswegen wollte ich den jetzt erstmal noch nicht attackieren. Wobei ich da unten auch landen kann, notfalls. Ich probier's jetzt. Hast du das schon? Ich habe ihn zweimal getroffen. Das ist doof. Ich weiß nicht, ob da der Taming-Bonus jetzt hier krass flöten geht. Okay, kann ich hier landen, ohne dass hier irgendwas passiert? Sieht eigentlich ganz gut aus. Guck mal, der Wasserfall! Noch guck mal da unten hier, wie sich das Wasser da langsam füllt. Wie geil. So. Der hat noch... Boah, 750 Stamina. 155 Damage. Leben hat er nicht ganz so viel. Da hat sie dir, glaube ich, mehr gehabt am Anfang. Sie dir der zweite. Torpor 300. Okay, also den wollen wir auf jeden Fall haben. Ich knall den schon mal ordentlich Fleisch rein. Wir brauchen halt eigentlich mal Prime Meat, ey. Da würde das alles deutlich besser gehen. Da müssen wir halt mal einen Kano killen oder so. Das wird aber wahrscheinlich nicht so einfach. So. Die Stelle kann ich mir, denke ich, relativ gut merken. Sleeping Tränke habe ich auch. Ich habe 6 Stück, sehe ich gerade. Hatte ich die ganze Zeit einstecken. Kann sogar sein. Ja, da darf ich mir wieder was an. Und Zangen oder so war. Oder habe ich alle mitgenommen? Das kann auch sein. Ja, nicht, dass er damit losfliegt. Ich muss einfach dann rechtzeitig wieder hierher. Das ist gruselig hier unten. Was ist denn das da? Ist das ein Zombie? Rennt da wirklich ein Zombie rum? Das sieht mir ganz danach aus. Ach du Scheiße. Yo, Level 4 Zombie. Kann ich nicht tame. Dark Forest Sender. Gruselig. Willkommen bei PixArk. Hier ist nicht alles so, wie man es kennt. Okay, krass. Es gibt Zombies in dem Spiel. So, also den muss ich auf jeden Fall ein paar reindrücken. Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit hier rumstehen. Ich gebe mal schon mal die Quest ab. Dafür muss ich eben schnell in die Wüste. Und dann würde ich... Ah, guck mal hier, da ist er. Gut, den würde ich mal eben mitnehmen. Da soll ja nochmal einer sagen, wir machen keine Fortschritte, ey. Ich muss aber auf jeden Fall ein Pipte-Gehege jetzt bald bauen. Das wäre wichtig, weil hier unten sind die gefundenes Fressen. Das ist hier der dritte. Okay. Alles klar. So, und jetzt gucken wir, dass wir die Daily erstmal abgeben. Und dann gucke ich nach dem Skorpion und dann versuche ich den Pipte wieder zu finden und hoffe, dass der Zombie den Pipte nicht gefressen hat. Das ist ein super Plan, oder? Da unten ist der Skorpion. Wisst ihr, für den haben wir gar keinen Schlaftrank gebraucht. Cool. Okay, ganz ruhig. Ich trainiere natürlich irgendwelche Terror Birds rum und so. Ich land mal. Mal gucken, ob irgendwas kommt. Sieht gut aus. Okay, schnell! Schneller! Oh, ich höre es. Nein.
Weg, 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 weg. Okay, Terror Birds knallen rein. 120 Schaden habe ich abbekommen. Ich habe jetzt wieder nur sowas hier bekommen. Drop Item. Das muss ich mir dann nochmal genauer überlegen, wofür das jetzt sein könnte. Das ist schon wieder so ein Kackwind. So, gut, Leute, wir gucken mal ganz schnell nach dem Pip da unten, ob ich dem was reinknallen muss. Das war. Ich muss mich ganz kurz orientieren. Unsere Base ist da. Also war das dieses Loch oder dieses Loch? Ich glaube, dieses Loch war das. Ja, da ist er. Okay, cool. Guck mal, der Zombie, der hat den noch nicht gesehen. Ich denke aber, dass der Zombie durchaus Bock hätte, ihn zu essen. Vielleicht kommt der ja auch nicht hoch oder so. Ich könnte ihn noch einfach mal töten. Wir können den Zombie auch einfach mal angreifen. So, okay. So. Und Remote. Lohnt sich das jetzt schon? Jetzt müsste ich eigentlich schon holen. Den will ich auf jeden Fall haben. Der hat jetzt schon 750 Stamina. Und das ist halt beim Pip echt das Wichtigste, so. Wobei die auch relativ gut Schaden machen, finde ich. Also das ist voll atmosphärisch mit dem Sturm, ey. Da kann man sagen, was man will. Die Atmosphäre, die dieses Spiel erzeugt, ist der Wahnsinn. Kann ich dir eigentlich gleich noch einen reinhauen, hm? Wir gucken mal, ob es voll wird. Ich glaube aber nicht. Das dürfte so bei ungefähr 290 dürfte es aufhören, nach oben zu gehen. 282, ja. Alles klar. So, gut. Währenddessen machen wir es nach oben. Und bringen erstmal den Skorpion nach Hause. Den Level 2 Skorpion. Das kann aber ein bisschen dauern, weil die sind nicht so sonderlich schnell. So übel, ey. 26 Leder. Übelst wie Fleisch. So. Okay, sie die hat aufgeräumt. Sie die zweite. Ne? Wir wollen ja korrekt bleiben und so. Alter, Leute, Leute. Also ich bin wirklich dafür, dass wir jetzt so eine Erkundungsquest annehmen. Oder? Und dann mal ein bisschen die Welt dann auch erkunden und so. Es gibt halt so viele Sachen, die ich hier ausprobieren will. Ey, allein, dass es hier auch magische Wesen gibt und Zombies und so. Und es gibt ja auch irgendwelche Dark and Light magischen Wesen, die man dann tamen kann. Geil wäre natürlich, wenn die das Tame von Dark and Light auch übernommen haben mit diesen Fädenpfeilen, wo man diese Fäden schießt. Weißt du, was ich meine? So. Ja, dieser Biele stört mich schon wieder ein bisschen. Macht aber gerade nichts. Alles klar, mein Guter. Dann bauen wir hier mal eben eine Treppe. Ich glaube, wenn ich so mache, müsste der eigentlich rauskommen. So, komm mal mit. Klappt das? Jo! Alles klar, nice. Hey, mein Guter. 150 Leben, ey, das ist krass. Und wie gesagt, der ist Level 2. Der ist richtig kacke eigentlich. Ich weiß nicht, will ich jetzt... Ne, gegen den Dung Beetle, das sind zwei, schicke ich die jetzt nicht. Ich habe Schiss vor diesen Dung Beetles, ey. Die Viecher ticken hier alle ein bisschen anders als bei Ark. Ich habe schon mindestens 5 Bucks Patchies an Dung Beetles verloren. Das muss ich mir mal vorstellen. Das ist ausgerechnet... Dann Beetle Bugs töten. Jetzt bitte nicht in das Loch da fallen. Das würde mich sehr glücklich machen. Okay, wir bringen den jetzt erstmal nach Hause. So, und im Anschluss. Oh, guck mal, da ist ein Dilo. Wollen wir den tame? Dann haben wir auch einen Dilo mal. Moment. Probier's. So, wir machen mal F2, dass sie sich verteidigen, aber nicht angreifen. F2 habe ich, da will ich für den auch ein Loch buddeln. Na komm. Always no fun. Das war ganz schön krass gewesen. Das hat beinahe nicht funktioniert. So, okay. Das müsste eigentlich schon ausreichen für den Kleinen. Der wird wahrscheinlich relativ schnell gehen, so schnell wie der betäubt war. So, gut. Bleib mal kurz bitte hier. Ich check mal eben, wie der andere Pip da aussieht, weil den will ich wirklich nicht verlieren. Den 70er. Könnte ich mir vorstellen, dass Level 70 jetzt aktuell Cap-Level ist. Zumindest ist es wirklich das Höchste, was wir bisher gesehen haben. Da ist der Zombie. Da ist der Pipke.
Ich glaube schon, dass ich dir noch ein bisschen was reinknallen muss, so wie es aussieht. Ich feier das so, ich feier das so. Was ist das hier eigentlich, diese Pilze? Würde man nicht anzeigen. Sieht aus wie Fliegenpilze, ne? Wie große, große Fliegenpilze. So. Ja. Okay, Leute, ich werde es, glaube ich, hier verweilen, bis der fertig ist. Ich denke, das macht Sinn. Ich bringe den Skorpion noch nach Hause. Ansonsten chill ich hier, setze einen Pitch. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig bin. Aber erstmal den Skorpion noch nach Hause bringen. Also wir sehen uns wieder, wenn ich den habe, meine ich. Komm bitte mit, mein Lieber. So, jetzt. Ich frage mich, was die hier noch so für Wettersachen eingebaut haben. Das sieht ja im Lade. Gut, Dilo ist fertig. Wie nennen wir dich denn mal? Machen wir Maulwurf. So, akzeptieren. Hey Maulwurf, guck mal, da hinten bist du. Ich hoffe, er ist auch so zielsicher wie ein Maulwurf. Mit seiner grünen Spucke. So, gut. Dann kommen alle her hier. Voll der Zoo! Das ist der Wahnsinn. Und guck mal, es kommt langsam die Sonne wieder raus. Sehr schön. Hey du! Willkommen zu Hause. Müssen wir dann auch mal ausprobieren mit dem Spucken und so. Und hier ist unser Skorpion. Den müssen wir ja auch noch einen Namen geben. Und? Nehmen wir das denn mal. Ah, ich habe eine Idee. Ryan, was sagt der immer? Boosted, oder? Boosted? Ja, wahrscheinlich wird es anders geschrieben. Das ist Ryan Boosted. Busted? Boosted? Ich glaube, er sagt immer Boosted. So, das ist Ryan Boosted. Und mal geworfen. Alles klar, Leute. So, gut. Okay, und jetzt wollen wir noch Sidia, den neuen König. Den König Sidia. So. Ich musste nichts mehr reinhauen. Der ist gleich fertig. Guck mal, ja, langsam wird's wieder schön. Juhu! Okay, nice, Leute. So, das ist Sidia, der Baron. Alles klar. Sattel weg. Das ganze Heid nehme ich auch mal mit, bevor ich es vergesse. Spoiled Meat kann man vielleicht auch reinstecken. Ne? Ja gut, das werden wir dann irgendwann zu Genüge haben, denke ich. So, dann habe ich die jetzt erstmal den Sattel drauf. Du bist jetzt mein neuer Wingman. Sidia, der Baron. Das war falsch. Hier muss hin. What? Hey! So geht denn das nicht? Hat er zu viel Zeug hier drin? Das kann es aber eigentlich auch nicht sein. Hä? Weil das ein Patchy-Sattel ist, deswegen. Abgefahren. Wieso kann ich den... Ich kann den nicht mehr runternehmen, den Sattel. Doch jetzt. Okay, das ist ja super umständlich. Man muss das erst ins Inventar machen. Dann geht's. Okay, gut. So, dann mache ich dich jetzt auf Follow. Und ich reite dich. Alles klar, Leute. 750 Stamina. Wenn wir den einmal leveln, müsste der 820 Stamina haben. Hat ein bisschen weniger Leben als Sidia der Zweite. Aber das Stamina ist halt wirklich entscheidend. Damit können wir richtig viel rumfliegen, ohne ständig landen zu müssen. Gerade wenn wir den so ein kleines bisschen leveln. Das sieht ja Wahnsinn. Oh, da ist eine Schildkröte. Die fehlt uns noch. Oh. Es soll übrigens um über 100 Kreaturen mittlerweile schon geben in dem Spiel, ne? So nebenbei. Wollen wir die probieren, aber das ist gerade mitten in unserem Tiergehege. Finde ich eigentlich nicht so cool, die Idee gerade. Wobei, es ist eine Schildkröte da. Ich kann hier alles nicht so einschätzen. Okay, die Schildkröte kann wirklich gar nichts. Ich mach mal alle auf Passiv. Oh, wenn das schief geht, Leute, ich sag's euch, ne? So, jetzt passiv, F1. Und jetzt probiere ich die Schildkröte zu betäuben. Ein Pfeil.
Drei Pfeile. Ne? Drei Pfeile. Vier Pfeile. Fünf Pfeile. Sie brauchen auf jeden Fall etwas mehr als der Maulwurf. Okay, das reicht. Alles klar. So, es ist eine Schildkröte, also brauchen wir Bären. Ja, Bären haben wir. Ich kann nicht drauf zugreifen. Okay, alles klar. Ich hätte sie wohl füttern sollen. Okay, und ich komme nicht mehr raus. Das ist ärgerlich. Das ist down. Na gut, Leute, na gut. Eine Truhe ist getroppt. Ehrlich? Primal Bone Pieces. Turtle Shell. Okay, damit können wir ein Schild craften. Wie cool ist das bitte? Nice. So gut, Leute. Da würde ich erstmal an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Das mit dem Erkunden hat leider wieder nicht funktioniert. Dafür habe ich jetzt aber ein Level 70 Pipple. Und ein Skorpion. Und ein Dilo. Nächste Folge. Versprochen. Diesmal verspreche ich es auch. Davor habe ich nämlich nicht versprochen. Glaube ich. Werden wir so eine Exploring Quest annehmen. Insofern ich irgendwo eine finde. So ein Daily. Und wenn nicht, auch egal. Aber ich will auf jeden Fall mit dir dann jetzt erstmal ein bisschen rumfliegen und mir ein bisschen was von der Karte anschauen. Müssen wir uns so merken, wo wir sind. Kann man mit P? Sehr gut, alles klar. Wir können uns die Koordinaten sogar einspeichern. Das ist sehr gut. Zu wissen, dass das hier auch geht. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken, würde mich sehr über Feedback freuen. Und noch mehr, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und da werden wir dann wirklich ein komplett neue Gefilde machen. Zum Beispiel, da hätte ich super Bock drauf, vielleicht mal zum Magic Forest oder so. Ey, müssen wir mal gucken, ey. Es scheint, gibt super abgefahrene Viecher so, ne? Gerade auf diese magischen Wesen bin ich auch mal sehr gespannt. Ne, Ryan, der zweite ist da auch sehr gespannt drauf. Wir können ja mal eben. Ach, den hatte ich die ganze Zeit gar nicht dabei. So, okay. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Was wir auch mal unbedingt machen müssen, ist ein Gehege, wie gesagt, für die Dinos bauen. Das mache ich nach dem Erkunden. Jetzt habe ich es versprochen, jetzt ziehen wir es auch durch. So, also, haut rein, Leute. Tschüssi, macht's gut. Ich mach Schluss für heute. Ich bin echt fertig. Haut rein.